ist L8-Star BM10. Es ist total gut, es sieht aus wie ein Nokia 3310, außer dass es ungefähr ein Zettel so gross ist. Es ist das grossartigste Feature-Phone, das ich in der letzten Zeit gesehen habe. Einfach nicht, weil es gross ist, sondern weil es mehr artig ist. Es ist total genial. Es hat. Und jetzt? Ich mag mich erinnern, diese Woche hat jemand geklönt beim Galaxy S9. Ja, wieso gibt es einen Dual-SIM? Nö. Ja, okay, wenn du immer singen willst, dann willst du definitiv nicht, weil da passen 3 SIM-Karten rein. Warum auch immer. Oder 2 SIM-Karten und ein Speicherkärtchen. Eins von beiden, aber das eine ist ein Hybrid-Slot. Sonst ist es ein Feature-Phone, das so featurig ist, wie es nur geht. Es kann telefonieren, es kann SMS schreiben und es hat einen Wecker drauf. Das war's. Und irgendwie hat es vorher geheißen, können wir das noch per Bluetooth mit einem anderen Handy verbinden. Ich sehe jetzt nicht direkt ein, wieso man das wollen sollte. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du so ein Teil dabei hast, ich bin ziemlich sicher, du willst nicht noch ein zweites oder ein grösseres Phone dabei haben, weil das schon recht ein bewusster Entscheid. Ja, ist es praktisch? Es ist in der Bedienung erstaunlich intuitiv. Es ist wirklich, drückst da, kommst zum Alarm, drückst da so ein bisschen ab, kommst auch zum Alarm, dann kannst du da telefonieren, aber können wir jetzt nicht, weil es keine SIM-Karte drin hat. Das ist ein 350 mAh Akku. Wie der Feature, also nicht 3500, sondern 350, 350. Also jedes andere Smartphone würde für das nicht einmal anspringen. Das hingegen läuft wahrscheinlich gefühlt die 3/4 Ewigkeit mit dem Ding. Und da haben wir SIM-Karten-Slots. Ja, und das wäre es eigentlich. Es wiegt auch mehr oder weniger nichts. Ich bin ziemlich sicher, es hat keine IP-Zertifizierungen oder gar nichts. Ich feiere den Teil böse.